Hallo, wir wollen zusammen heute Hausschuhe stricken und filzen, und zwar in der Größe 40. Dazu brauchen wir 6 Knäuel Wolle, eine Rundstricknadel Nummer 8, ein Spiel mit 5 Nadeln auch Nummer 8, eine dicke Stopfnadel oder Nähnadel, eine Schere und im Endeffekt sollen die Hausschuhe so aussehen. Wir nehmen zuerst das schwarze Knäuel, ziehen den Faden lose und nehmen uns etwa diese Länge. Ich würde sagen anderthalb Armlängen. Dann nehmen wir uns das so in die Finger und fangen die Maschen. Und zwar brauchen wir dazu für die Größe 40 34 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 34. Wenn wir die 34 Maschen auf der Nadel haben, nehmen wir diese Nadel, führen sie nach vorne und stricken nun immer rechte Maschen, immer rechte Maschen. Der ganze Hausschuh wird in rechten Maschen gestrickt. Also stricken wir eine Reihe über die gefangenen Maschen. Ganz wichtig dabei ist, dass die allerletzte Masche auf der Nadel, die allerletzte Masche, nicht gestrickt wird, sondern der Faden wird nach vorne gelegt und die Masche wird nur einfach abgestochen. Sonst wird nämlich die Reihe ganz schief und krumm. Und darüber stricken wir jetzt wieder die nächste Reihe, rechte Maschen, und die letzte Masche dann wieder abheben. Und dies machen wir jetzt insgesamt 33 Reihen. Ganz wichtig, 33 Reihen. Nun sind 33 Reihen gestrickt. Ich möchte noch mal zeigen, wie Reihen gezählt werden können, dass es ganz einfach ist. Man zieht so ein bisschen auseinander und sieht dann hier wie Wellen. Dann kann man immer zählen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32 und hier ist die 33. Reihe. So, jetzt schneiden wir den Faden etwas großzügig ab. Nehmen uns das rote Knäuel, ziehen den Faden lose so. Und damit es einfacher geht, binden wir uns den einfach hier an den schwarzen Faden dran. So.
und ziehst nach unten. Und jetzt kommt das Spiel an die Reihe. Und zwar nehmen wir das Spiel, stricken eine Reihe und dann müssen wir zusätzlich noch eine Masche fangen. Das heißt, einfach einen Umschlag drumherum machen und stricken das nächste. Und auf dieser Nadel brauchen wir 9 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann nehmen wir die nächste Nadel und wieder 9 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nächste Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nächste Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Umschlag, eine Masche dazu, 9 und die letzte stricken wir nicht. Das heben wir ab. Jetzt können wir die Rundstricknadel auf die Seite legen und fassen das zusammen. Die ersten waren 33 offene Reihen und jetzt machen wir 30 geschlossene Reihen. Immer wieder rechte Maschen. Immer rechts. Die ganzen Handhausschuhe werden nur in rechts gestrickt. Diese Masche, die wir extra gefangen haben, wird von hinten eingestochen und durchgezogen. Sonst gibt es ein großes Loch. Und ansonsten wird immer von vorne gestochen und abgestrickt. Jede Nadel stricken wir ab. Diese Nadel ist fertig. Die nehmen wir raus. Und stricken die zweite Nadel. Und somit stricken wir jetzt da 30 rote Reihen. Immer rundherum, immer rundherum. Bei dem schwarzen sind wir von rechts nach links. Offene Reihen und jetzt machen wir rote Reihen, immer rundherum geschlossene Reihen. So, die zweite Reihe ist gleich geschafft. Jetzt kommt wieder die gefangene Masche, die wir nach hinten einstecken und durchziehen. Eine schwarze haben wir noch von der ersten Reihe, die wir abgehoben haben. So, und jetzt da, das können wir dann zusammen nähen und dann stricken wir hier weiter immer in rechts 30 Reihen. Immer rundherum. So, wir haben jetzt die 30 Reihen in Rot gestrickt und jetzt möchte ich gerne zeigen, wie man Reihen am besten und am schnellsten zählt. Und zwar sieht man, dass hier kleine Vs sind. Und dann geht man mit dem Strickstock rein und zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 30 hoch. Dann kommt man nicht durcheinander und man sieht genau, wie viel man schon geschafft hat. So, jetzt schneiden wir den roten Faden großzügig ab. Und knoten den gelben daran. Und über die roten Maschen stricken wir eine Reihe in Gelb. Und wenn wir das gemacht haben, fangen wir an, die Hausschuhspitze zu stricken und die Maschen abzunehmen.
Ich habe jetzt bei den Hausschuhen extra drei Farben benutzt, damit man genau sieht, nach wie viel Reihen man eine neue Aktion starten muss. Also in Schwarz waren es die offenen Reihen, Rot sind die zuenden Reihen und bei Gelb oder Gold, wenn man so mal will, wird dann die Pantoffel- oder Hausschuhspitze gestrickt. So, gleich haben wir eine Reihe Gelb fertig. Und dann legt man sich den Hausschuh so hin, dass man die Spitze nur rechts und links strickt. Nur diese Nadeln werden abgenommen. Dazu strickt man